Guten Tag, liebe Leute, der Vex hier und willkommen zur Demo von The Darkness 2. Ich habe es hinbekommen, dass die Demo erstens auf Deutsch ist und zweitens, dass ich sie überhaupt spielen kann, weil eigentlich ist sie in Deutschland gar nicht rausgekommen. Aber ich habe es hinbekommen und das ist gut so. Wir verändern hier mal kurz die Lautstärke. So. Mal jetzt auf die Hälfte. Können wir aber so lassen, sicher. Die Sprachausgabe lassen wir auch mal auf Deutsch. So. Demo spielen. Ich bin mal gespannt, wie es so wird. Wird mal sowas. Ja, ich freue mich einfach drauf. Mein Vater sagte mir, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen, aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Mein Name ist Jackie Estacado. Als mich mein Schicksal fand, bekam ich alle Macht, die ich nur wollte. Und mehr. So viel, dass sie mich verschlang. Aber selbst mit all dieser Macht konnte ich nicht retten, was ich liebte. Er kommt zu sich. Autsch, das ist nicht nett, was der Arsch da macht. Man hämmert nicht einfach unsere Hand in irgendeinen Holzblock da. Sag mal. Gut. Er muss sich konzentrieren. Autsch. Alter, das willst du jetzt aber nicht ablecken, oder? Ich mag das. Was bist du denn für einer? Aufgaben, Bruder. Ist der Transfer abgeschlossen, haben wir, was wir wollten. Du musst mir glauben, Jackie. Ich wünschte wirklich, dass es einen anderen Weg gäbe. Wir alle müssen schwere Entscheidungen treffen. Tut mir leid, ich wurde gerade unterbrochen. Das ist deine. Du bist also der Pisser, der im Restaurant angegriffen hat, was? Sei ruhig und schweig. Hör einfach zu. Du hast etwas, das lange verschollen war. Etwas, das nicht dir gehört. Entscheide dich, es zurückzugeben. Was mit dir passiert, ist nebensächlich. Für mich zählt nur das eine. Ich will die Finsternis. Okay, also ihr seht schon, das Spiel hat jetzt so einen Comic-Look. Kann man positiv oder negativ sehen. Ist man selbst überlassen. Hey Mann, hör auf dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, wir haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Okay, wo sind wir? Die Zwillinge warten schon. Großartig. Oh, die Zwillinge. Hey, Rico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Diese Ravioli sind zu scharf. Ich kann gar nicht schmecken. Verzeihung, Madame. Wir bringen Ihnen eine neue Portion. Oh, Billy, wie geht's dir? Sag, wie viel kennt der hier? Typisch Mafia, oder was soll man? Hey, Kenner. Zum Mitnehmen, bitte. Klar doch, Mr. Swifty. Schnell, schnell, ich hab's eilig, Junge. Oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Wo bleibt der Pfeffer? Das sind die Zwillinge. Bitte sehr, Boss. Bon Appetit. Die sehen scheiße aus. Das waren Zwillinge sein. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Oh, the fuck. Jackie, runter! Oh, shit. Das wie in der Klasse. The Darkness 2. Auch nicht schlecht. Ah, fuck, ey, da fehlen ja die Haare. Seht euch sein Bein an. Was macht ihr? Ihr Jungs, geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Alter. Oh. Ich werde diese Schweine abschlachten. Jackie, komm in die Finn. Ja. Fehlt da nicht auch was? Das sieht ja aus, als ob hier Marios rumlaufen würden. Auch wenn sie nicht unbedingt ganz so aussehen, aber trotzdem. Das war ansatzweise. Das sind Klempner. Nein. Festhalten, Jackie. Naja, der Look bringt aber nicht unbedingt. Ja, jetzt bringt sie das mit dem Zielen, das ist sehr cool. Na, der Look bringt jetzt nicht unbedingt das rüber, was das Spiel eigentlich für ein Genre hat. Nein. Ich hab nur eine
alles okay? Immerhin haben wir jetzt ein bisschen größeres Leben als davor. Einen Moment. Alter, was geht mit uns? Ist ekelhaft. Unser Bein. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Da drüben, hinter der Bar. Verdammter Scheiß. Halt sie vom Hals. Er ist hier. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum das Spiel zur Hölle auf Deutsch ist. Ich meine, ich habe mir einen UK-Account gemacht. Okay, Boss. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Oh, gleich beide. Ich sehe überhaupt nicht. Siehst gar nicht so hart aus. So eine Zeitverschwendung. Du bist... Fast geschafft. Aber Leute, geht mal davon aus, dass ich das Spiel auf dem PC spielen werde. Wodurch dann die Grafik auch besser sein wird. Weil ich, naja, das hier sieht gerade irgendwie alles andere als, naja, dem Genre entsprechend aus. Scheiße. Ich rieche Gas. Beeilung, Vinny! Sie sind da drin! Klasse. Schnell, gib mir das Feuerzeug. Au, geil. Brenn in der Hölle, Estacado. Oh, oh, oh. Bleib dunkel, Jackie. Bleib dunkel, Jackie kann im Licht keine Gesundheit regenerieren. Du bist zu dumm, um der Finsternis den Respekt zu zollen, den sie verdient, Jackie. Sie bevorzugt die Gesellschaft eines Narren, den sie kontrollieren kann, und verabscheut den Anblick eines intelligenten Mannes, der sie kontrollieren kann. Ich frage dich nur einmal. Wirst du mir die Finsternis aus freien Stücken überlassen? Wieso nimmst du sie dir nicht einfach, wenn du schon so ein Scheiß-Genie bist? Würdest du nicht nur Speisekarten lesen, wüsstest du, dass es Regeln gibt. Der Wirt muss die Finsternis freiwillig aufgeben. Ich werde dir wohl bei der Entscheidung helfen müssen. Mr. Peefish, wären Sie so gütig? Mr. Peefish. Schau hin, Schönling. Das wird ein eigener Snuff-Film. Die Finsternis hat dich den Mord an deiner Freundin mit ansehen lassen. Dein erster bedeutungsvoller Akt als ihr Wirt war die Unterwerfung. Sieh's ein, Jackie. Du wirst die Finsternis nie kontrollieren, niemals. Gib sie an Leute zurück, die das können. Der Strom der Essenz der Finsternis verrät mir, dass du bereits darüber nachdenkst, sie aufzugeben. Mal sehen, ob wir dir diese Entscheidung noch leichter machen können. Okay. Fürs Herz und Gesundheit zurückzuerlangen. Ja, gibt's denn. Nutze meine Kraft oder stirb! Ich glaube, das Spiel sollte man wirklich mit englischer Sprachausgabe spielen können. Beziehungsweise sollen. Ich bin deine Erlösung. Stärker als ein Vater. Provoziert ihn weiter. Du atmest noch, was, Dreckskerl? Na los, komm hierher! Ich bin doch schon dabei. Gib dich mir hin, Jackie!